Bis später, es sei denn, ihr spielt dann schon Witcher. Okay, ja, bis später. Und wir haben halt ausgiebig damit gezockt. Und das sind halt die Analogsticks schon etwas ausgeleiert. Ich meine, mit dem können wir wahrscheinlich immer noch gut zocken, aber. Das ist ja. Ich meine, das ist ja auch ein normaler. Also ein Originaler. Das ist auch ein Originaler von Nintendo. Aber es ist halt eine neuere Generation. Es ist halt nicht. Nicht von damals, als die GameCube rauskam, sondern so Wii U-Zeit hat Nintendo eben dann nochmal welche produziert. Also die sind eigentlich echt identisch. Ich glaube, sie sind ein ganz kleines bisschen größer. Und sie haben längeres Kabel. Stimmt, sie haben deutlich längeres Kabel. Die Kabel von denen sind voll lang, ey. Voll den Kabelsalat hier unterm Schreibtisch. Hoffentlich läuft es nicht wie gestern, ey, wo ich aus dem Level hier nicht rauskomme, ey. Das war ärgerlich, sag ich mal. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Heißt, das war schnell. Aber krass, Nils, ey, dass du echt deinen Controller kaputt machst. Ey, das gibt's. Das, ja, langsam geht's mir auf den Sack, ey, dass das Ding hier nicht mehr reagiert irgendwie. Jetzt brauche ich natürlich mega lang dafür. Es muss echt eine Stelle gewesen sein, ey, die dich verrückt gemacht hat, ey. Ich hoffe, dass ich an den Punkt nicht komme, dass mir das auch mal am besten noch on-stream passiert. Ich meine, off-stream zocke ich eigentlich auch gerade nicht mehr, aber. Das hoffe ich echt, ey. Nur zeitlich ist oder wo die Ringe schlecht reagieren oder bis auch unten ist. Ich glaube, es ist auch unten wahrscheinlich. Stimmt, hinten habe ich ja schon mal. Irgendwie ist es echt schwer, hier eine gute Zeit hinzubekommen. Ich meine, das bei der Metallkappe hat natürlich jetzt gekostet, aber. Aber trotzdem hat das so viel gekostet. I don't know. Boah, was soll das so knapp, ey. Ich mag das Level echt nicht. Ich meine, das ist richtig gut eigentlich, dass es so früh kommt. Oder was heißt so früh kommt? Ich meine, ich könnte das theoretisch jederzeit machen, aber. Es ist gut, dass es so früh kommt, nicht so früh macht. Ups, das war etwas spät gesplittert. Okay. Egal, es war noch ein kleines bisschen spät gesplittert. Fuck, ey, das ist mal wieder passiert, Leute. Schon lange nicht mehr passiert. Ich hab ich die Kamera mache ich sonst ein bisschen anders, ey. Ach man, ey, da komme ich schon ins Bob-Omb-Level und dann. Und dann sowas. Ich glaube, der Held der Welt hat irgendwie einen automatischen Resub eingestellt.
Weil, also steht dran, dass es, dass er noch Abonnent ist oder dass ich noch eine Stufe 2 Abo habe. Obwohl da ja eigentlich nichts kam, aber das kann man ja auch, glaube ich, selber einstellen, dass man das an oder machen, dass man es anhört. Ich brauche eigentlich mal noch eine Stufe 2 Emote. Das habe ich immer noch nicht. Ich wüsste nicht, was ich da machen sollte, könnte. Vielleicht könnte ich den Reset-Knopf golden machen oder so. Das wäre doch was. Halt, das so lang wieder rumgetrödelt, ey. So lang rumgetrödelt wieder. Sollte hier eigentlich echt nicht solche Probleme haben, immer das Ding da zu treffen. Ah, das hat's mir gerade schon ein paar Mal, ich da gerade schon ein paar Mal Probleme gehabt jetzt in letzter Zeit, dass ich den Schalter runterdrück. Ich bin irgendwie rein und aktiviere auch das Tor, aber ich drücke den Schalter nicht runter. Das heißt, die Holzblöcke kommen nicht, die Holzkiste, und ich kann nicht hoch. Theoretisch könnte ich ja unten rum, aber das ist, glaube ich, etwas schwerer als oben rum. Dauert auch länger, schätze ich. Oh, krass, hat noch gereicht. Ich hatte die Kamera gerade falsch und habe gedacht, das reicht nicht, dass ich ein bisschen zu weit neben die Kiste, neben die Box springe. Okay, bessere Zeit als vorhin. Etwas. Wirklich mal etwas. Es war ein bisschen langsam dahin. Etwas langsam dahin war das. Warum habe ich da immer so Probleme damit? Ich sage euch warum. Wegen der Kamera. Wegen der Kamera, weil hier keine 8-Angle Lakito Cam ist. Deswegen. Das ist der einzige Grund. Das ist wirklich, wirklich die Wahrheit. Ich lüge nicht. Bisschen lang gebraucht beim Stern-Crappen. Normalerweise mache ich da immer eine Stampfattacke, dann crappe ich ihn schneller. Aber das ist mir gerade nicht gelungen. Da ist schon so extrem hoch gesprungen. Das kostet immer noch ein bisschen mehr Zeit. Ey, eigentlich mache ich es doch anders. Oder mache ich es doch so? Ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nicht, was besser ist. Gerade eben habe ich es halt so habe es auf die andere Art verkackt. Ist das so gut. Ich habe auf die andere Art verkackt, weil da einfach die Perspektive ein bisschen schlechter ist, glaube ich. So, wo ich an der zweiten dann halt vorbeispringen, aber ich meine, Perspektive ist vielleicht schlechter. Aber trotzdem habe ich einen besseren Überblick über die Münzen. Nämlich nur, wenn ich das halt die ganze Zeit wechsle, wie ich gerade spontan Lust habe, dann. Ach, schade, ich habe doch Zeit komplett hoch. Dann könnte das halt auch ein Nachteil sein. Nice, das war perfekt. Das war perfekt, Leute. Hallo! Das zweite war alles andere als perfekt.
gibt's schon. Ja, nee. Egal, ich bin zufrieden. Ich war ein guter Bob Omb. Und ein schneller. Ich bin gerade zeitlich relativ gut, ey. Okay, jetzt kommt aber der Münzstern. Da haben wir wieder potenziell richtig viel Zeit zum Verlieren. Oder mache ich erst einen Kettenhundstern? Ich mache, glaube ich, echt erst einen Kettenhundstern, was soll's. Na, ist das so ziemlich gut. So, ziemlich gut, Leute. 10-20 einfach. Was hat Dings hier? Eine 7er Zeit sogar? Oder eine 8? Eine 8 oder eine 7er Zeit? Klar, macht Blazing Babaswomp erst spät, aber trotzdem. Yo. Yo, ist das krass. Die Zeit von dem Kerl hier. Das ist, glaube ich, eins meiner größten Probleme, dass ich noch zu viel laufe. Alles, was ich laufe und nicht hechte, ist halt einfach langsamer. Wenn auf so langen Bereichen ist es normal, also dann kann ich auch problemlos hechten, aber wenn es halt kurze Bereiche sind, wo ich direkt danach einen Sprung machen muss, dann verkacke ich da leider. Auch hier soll ich mal lernen, das so früh zu machen wie möglich. Ich glaube, wenn ich hier eine Sekunde länger rumstehe, ist das auch unnötige Zeit, die ich verliere. Okay, Leute, jetzt kommt der Punkt. Yes, ich habe ihn. Boah, das war sogar ein richtig später und schlechter Hechter. Wäre ich nicht reingeflogen, hätte ich so passt. Zeit, aber das liegt daran, dass ich den anderen jetzt noch gemacht habe, tatsächlich. Komm schon. Yes! Yes, Mann! Dass ich den anderen Stern jetzt noch gemacht habe. Das war ein richtig guter Münzstern, tatsächlich. Das war ein richtig guter Münzstern. Oh, ich bin zu nicht hoch genug, oder? Doch. Boah, ich bin hoch genug. Das reicht sogar. Nice, Leute. Nice. Jetzt habe ich noch 2 Minuten für 2 Sterne. Und die brauchen keine 2 Minuten normalerweise. Die brauchen normalerweise keine 2 Minuten. Gucken, ob sie dieses Mal 2 Minuten brauchen. Okay, der war auch gut. Fast 1,20 für den letzten. Mal gucken, was das für eine Zeit wird. Ey, ich habe aber gefühlt keinen Fehler jetzt. Also nicht mal einen kleinen. Der muss, also die Zeit muss jetzt gut sein. Wenn die jetzt nicht gut ist, dann ist meine Gold hier brutal. Also wirklich brutal. Außer ich verkack's jetzt natürlich noch. Boah, das war richtig Glück, ey. Ich hab's eigentlich verkackt, aber ich hatte Glück. Aber ich glaube, das wird trotzdem kein Gold, oder? Krass, was habe ich hier für eine Zeit, ey? Was habe ich hier für eine Zeit? Oder doch? Ja, okay, eine 3 Sekunden Goldzeit, ey. Aber das ist für meine Verhältnisse jetzt ideal. Also, da war jetzt fast... Ne, da war jetzt eigentlich gar nichts. Also so wie ich spiele, war da jetzt gar nichts. Da geht jetzt nur noch besser machen. Da geht jetzt nur
Heimat ist nicht, wo man sich wohlfühlt. Heimat ist, wo man von 4 Donuts angelacht wird. Also jetzt, wo du bist, nicht Heimat oder wurdest gerade von 4 Donuts angelacht? Alter, die Scheißwand hier, ey. Boah, also das war gerade schon krass, ey. Also auf meine Art, so wie ich spiele mit meinen Tricks und so, war das Bob-Omb jetzt gerade tatsächlich ideal. Oh, nice. Nice. Nein! Das hasse ich. Ich hasse das, ey. Da bin ich schon auf dem früheren und dann verkacke ich es doch wieder. Noch ist hier Heimat. In 10 Minuten nicht mehr, wenn die Donuts weg sind, meinst du? Alter, stoppst du echt nochmal? Nett schon bitter, ey. Stoppst du echt nochmal? 4 Donuts rein. Krass, hätte ich das verkackt, wäre ich tatsächlich gerade gestorben. Boah, dann hätte ich gekotzt, 40 Sekunden vorne und dann so ein Death. Ich hätte komplett gekotzt, ey. Das wäre so bitter gewesen. Ich habe keine Wahl und keine Beherrschung. Du meinst, weil du keine Beherrschung hast, hast du auch keine Wahl. Oh, ich meine, Donuts sind schon geil, ey. Ich würde mir auch gern 4 Stück reindrücken, aber dann müsste ich mir halt was anhören. Von Leuten wie dir. Nice, ist gut. Boah, das war knapp. Komm schon. Komm schon, Mann. Sollte eigentlich reichen, oder? Boah, so knapp wieder, Alter. Wie gut muss denn das sein, ey? Hältst du Sub 40 machbar mit deinen Tricks, Sum of Best? Boah. Ja, ich denke schon. Ich denke tatsächlich ja. Weil, ich meine, ich bin, also meine Zeit nicht, also mein Sum of Best vielleicht schon meine Zeit nicht. Weil ich bin jetzt Sub 30 in der 30er Zeit. Und ich meine, da sind die Sterne natürlich die schnelleren. Aber ich habe dort auch noch keinen richtig guten Bowser gemacht. Scheiße, es reicht nicht, oder? Okay, besser als gedacht, ey. Boah, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also, wenn ich dann richtig gut Bowser mal habe in 30er Zeit, dann geht die Sum of Best nochmal um 30 Sekunden runter. Also, ich denke, es ist schon möglich. Denke ich. Mach ich die jetzt zuerst? Ne, ich mache jetzt einen Münzstern, gell? Ja. Es wird echt schwer, aber ich denke, es ist möglich. Ich meine, okay, 2,37. Boah, es scheint schon. 2,37 nochmal rauszuhauen und Sum of Best. Vielleicht ist es auch nicht möglich. Ich werde wahrscheinlich auf jeden Fall einiges umstellen müssen. Also, ich meine, wir werden es nicht herausfinden, weil ich auf jeden Fall Tricks umstelle, bis wir an dem Punkt überhaupt sind, schätze ich. Wenn ich nämlich eine richtig gute Zeit habe, dann müssen wir uns überlegen, was wir ändern, weil dann habe ich die 30er Zeit ist zum Beispiel schon relativ ziemlich gut und ziemlich schwer zu knacken. Außer beim Bowser halt noch. Nice, Mann. Okay, 73 heißt, ich brauche keine zusätzliche da drin. 72 heißt, ich brauche eine zusätzlich da drin.
Alter, ich war gerade viel zu scared, ey. Also eine zusätzlich meine ich die da zum Beispiel. Also die, die hier ist. Boah, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu langsam. Und spack die Musik wieder rum. Achtet auf die Musik. Ne, dieses Mal nicht, weil ich war ein bisschen langsamer. Beziehungsweise ich habe die Box ein bisschen früher geholt, deswegen. Deswegen. Okay, Leute. Ah, das hier muss ich auch mal noch üben. Da ein bisschen höher direkt auf die Stange gehen. Das wäre, glaube ich, schlau. Dreifachsprung vielleicht, ich weiß nicht, ist auch noch nicht hoch genug. Eigentlich wäre über die Kiste hinten wäre es am besten, aber es dauert halt wahrscheinlich auch wieder ewig. Boah, ich habe es gerade so langsam gemacht, gell? Weil ich dachte, oh, 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 oh. Also wirklich so habe ich es gedacht. Oh, 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 oh. Nice. Nummer 1 von 3. Aber es ist der unwichtigste von den 3. Jetzt kommt der letzte, der wichtigste. Nummer 2 kommt jetzt. Jetzt kommt der wichtigste. Nice. Halt, Stopp Nummer 4 kommt auch noch. Der ist auch wichtig. Nice, Leute. Wow. Oh, auf 37 auf 11. Von 37 auf 11. Das war eine 26 Sekunden Goldsplit, Alter. Leck, homio. Aber das war fast auch ideal. Da waren ein paar kleine Kleinigkeiten, ey. Mein lieber Scholli, ey. Mach ich jetzt gleich den schweren? Ja, ich muss den schweren machen. Alter. Vielleicht kommt wieder Muffenshausen. Ist so, kommt jetzt schon. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich den Stern lieber erst später machen soll, weil ich Muffenshausen habe. Aber dann habe ich nachher nur noch mehr Muffenshausen und denke die ganze Zeit dran. Da habe ich aber auch wieder, weil ich war nämlich zu langsam und habe gedacht, okay, ich komme aber doch noch in den Cycle, wo ich normal bin, habe ich gedacht, komm schon, du komm doch noch in den Cycle und habe es probiert. Nice. Lieber ein bisschen höher klettern. Nice, ey. Aber das hilft nichts. Nur das Muffensausen wird nur schlimmer, gell? Ich könnte eigentlich Trivia for Volcanic machen, tatsächlich. Wenn ich so drüber nachdenke, würde das gehen. Hätte ich das bisschen schlimmere früher, weil in Volcanic sterbe ich eigentlich nicht so oft. Das sind jetzt so viele Death Points wie in Trivia, wo ich überall eigentlich sterben kann. Vielleicht mache ich das, vielleicht ändere ich das. Ich glaube, das mache ich wirklich irgendwann in der Zukunft.
Volcaniga als letztes Level ist nämlich, glaube ich, deutlich angenehmer. Fuck. Nein! Ich habe nicht mal gehört, wie der Typ Feuer gemacht hat, Alter. Voll gemein, ey. Voll die Gemeinheit wieder. No, viel zu schräg gehüpft, fuck. Ich hatte zum Glück eine mehr, wenn ich richtig gezählt habe. Hatte ich eine mehr und ich habe richtig gezählt. Zählen kann ich stark. Leute, ich bin mit den Sternen schon deutlich vor der Zeit gerade. Das heißt nichts. Nachher kommen schon längere auch wieder. Scheiße. Kommen aber die Stockfehler, ey, en masse, aber. Aber en masse. Ich verliere nachher einfach 5 Minuten beim Bowser. Und heul dann. Wartet's ab, so wird's sein. So wird's sein. Ich sag's euch, er hat's gecallt, sag ich dann nachher. Kein Gold, aber einen besseren auf jeden Fall. 1,42, hey. Alter, hey. Genau, und jetzt, wenn ich jetzt Review machen würde, das wäre echt besser, ey. Vom Weg ist es kein und macht es keinen wirklichen Unterschied. Bei Underground Town macht es noch einen Unterschied, aber bei hier nicht. Und das ist so viel angenehmer hier. Da muss ich keine Angst haben, dass ein Fehlschritt mich killt. Ich meine, bei dem Einstand muss ich es vielleicht schon, aber. Aber so allgemein. Ich muss dran denken, die Münze hier auch zu nehmen. Weiß auch noch nicht, ob das hier die beste Strategie ist, aber ich mag sie eigentlich. Weil mit dem Ding ist mal schon schnell, schneller als laufen. Hallo? Hallo Münze? Bestimmt auch gut drauf verzichten können.
Okay, jetzt dran denken, nur die Hälfte zu nehmen. So. Und oben wäre vielleicht auch noch. Der oben wäre vielleicht auch noch gut gewesen. Ja, der wäre gut gewesen. Nicht die Herz hier unten, den hätte ich jetzt auch jetzt holen können. Fast da runtergerutscht, das wäre blöd gewesen, ey. Oh. No. Ich meine, ich hätte einfach hier einen Schritt weiter gehen sollen. Das wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. Ist der Arsch schon am Schwitzen? Ich sag ja, das Level hier ist einfach so viel angenehmer in der Hinsicht, als wäre ich fast den Stern gelaufen. Wenn ich jetzt den Stern gelaufen wäre, hätte ich halt die Zeit verloren und hätte halt einfach die 1,42 verkackt. Das wäre so bitter gewesen, ey. Aber nee, es geht. Erst in Treeview wird er, ist der Arsch richtig am Schwitzen, ey. Da war dann richtig, wirklich richtig. Shame Reset hätte ich dann machen müssen. Hätte ich direkt einen Stream ausgemacht, wenn es passiert wäre. Kurz bevor es direkt ausgemacht, so dass es bei euch nicht mehr kommt. Und dann gesagt, ja, DC, Pech gehabt, bitte. Als habe ich gerade gedacht, weil es bei mir geleckt hat, leck ich. Ich glaube schon, Alter, oder? Gerade leckt etwas. Scheiße, Alter. Jetzt geht das wieder los, oder was? Fuck. Das sage ich's gerade, ey, noch. Das sage ich's noch. Mir wird gerade dann mal angezeigt, wie viel Dings ich habe, was ich für eine Übertragungsrate habe. Aber den Run mache ich auf jeden Fall fertig. Also, wenn es abbrechen sollte, würde ich auf jeden Fall weitermachen. Scheiße, ey. Das kotzt mich an. Ja, Cox geht da dran. Ja, jetzt zieht den Run einfach durch und richtig danach drüber auf. Okay. So schnell war ich noch nie, aber da hat man jetzt richtig gesehen, wie ich nur dran komme, wie ich dagegen schiebe. Okay, die langsam habe ich. Gut, der letzte ist nicht so schnell, aber. Leckt es immer noch oder ist schon wieder besser? Scheiße, ey. Da steht gerade wieder hervorragend dran, aber. Keine Ahnung, ey. Eine Minute vor dem Dings. Vor den Sternen. Da du mich nicht hörst, schätze ich mal, dass es wahrscheinlich noch leckt. Jetzt geht der Typ wieder nach da hinten, ey. Schwein. Ich weiß nur, an was es liegt. Ist einfach Zufall ist. Oder an was es liegt. Da hätte ich jetzt zum Beispiel noch einen Hechter machen können. Aber wenn es mir halt nicht, wenn es mir halt nicht reicht, dann lande ich halt in Lava, deswegen. Fuck. Fuck, ey.
Leck halt immer noch, ey. So ein Scheiß, Mann. Warte, war das? Ich weiß nicht. Scheiße, ich weiß nicht, ob das war. Nee, es war nicht. Fuck. Ach, komm schon. Zeit gut gemacht, aber nee. Kiste gedrückt. Alter, ich kotz, ey. Schnell egal, ey. Bring's einfach nur heim, okay, ich versuch's. Ich glaube, mit meiner Art werde ich doch eine Zap 40 tatsächlich. Das ist doch unrealistisch, weil in anderen Dings hole ich eigentlich nicht mehr viel raus. In anderen Teilen. Star Revenge, Star Takeout, Star Revenge 1.5 wieder, 2.1 fertig und Star Revenge 2 to the Moon. 1.1, 81, 85 Sterne, den Rest mache ich irgendwann, aber als nächstes ist Star Revenge 2, Night of Doom 1.2 dran. Okay, viel Spaß bei Night of Doom, ey. Alter, viel Spaß bei Night of Doom. Das wird bestimmt nicht chillig. Oh fuck, was tue ich? Oh, was tue ich, Alter? Ich war hier Ripper. Oh man. Ja, mich nervt das mit dem Lecken, ey. Mega, ich muss gucken, dass ich mich fokussiere, ey. Echt gucken, dass ich mich fokussiere. Fuck, so mal wieder knapp, ey. Danke, hoffe kein Controller stirbt, das sollte bei einem bleiben, ja. Sollte bei einem bleiben, stimmt. Bei Night of Doom musst du dich halt drauf einstellen, dass du richtig oft drauf gehst. Okay, Konzentrat. Konzentrat. Alter, ich kotze ab mit dem Stream. Alter, das war so knapp, ey. War so knapp. Okay, Münzstern. Leckt etwas, ja, ich weiß. Keine Ahnung, an was es liegt, aber. Also, es bin ich. Ich kann jetzt leider nicht danach schauen, wegen Run. Ich brauche eigentlich gar keine Münzen, gell? Fuck, ey, was tue ich? Lieber so machen sollen, so gut gewesen.
Come on. Scheiße, jetzt wird's aber echt knapp, ey. Oder? Ich bin jetzt sicher 80. 80. 92 muss ich kommen. 88. Okay, es reicht. Es reicht. Manchmal hat meine Hände bzw. Fäuste aus. Scheiße, ich schieß mich drüber, oder? Boah, das war sogar knapp. Ich hätte mich echt fast drüber geschossen. Holy! Jedes Mal, aber dieses Mal war es richtig knapp, Alter. Ich weiß, jedes Mal, aber dieses Mal war es halt echt knapp. Ich mache auf jeden Fall Two-Cycle, gell? Ich mache auf jeden Fall Two-Cycle. Auf jeden Fall. Nee, ich mache niemals One-Cycle, niemals. Claire Simler wie ich. Oh fuck, kann grad nicht. So knapp, ey. Boah, wie lange ich gewartet habe. Jetzt so viel früher schon können. So viel früher schon können. Mann, Mann, Mann. Genau, den von Grat, den Schalter. Alter. Ha! Ist genau zeitgleich, ist genau zeitgleich. Rote Münzen hat vergessen, rote Münzen hat vergessen. Okay, ja, du hast komplett geschrieben. Jede Lasch. Denk an Münzen, ja, hast du auch geschrieben, nice. Beim letzten Mal, gestern tatsächlich, bei dem Run, den der PB hätte werden können. Yeah.
Boah, ich bin so shaky. Alter, what? What? Alter, echt, da ist drüber geflogen, ey. Ich hab geheult. Ich hab echt geheult, ey. Monka S, ohne Witz, gell. Das wäre ganz, wäre typisch gewesen. Hätte Dani gesagt, dass ich wieder verarsche hier. Boah, das war so knapp. Boah, ich hätte einen iPhone 3 Vorsprung machen sollen. Drei Minuten Zeit, das ist viel, gell. Viel Zeit, die man in den Sand setzen kann. Viel Zeit. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht, Leute? Wer kennt's nicht? Den dreimal Treffer, wer kennt's nicht? Ich kenn's nicht. First time. First time, Leute. Richtig clean. So wie Bilderbuch-Dings war das, Alter. Bilderbuch-Dings. Bam, Alter. Hurrah. Thank you so much for playing my game. Mein lieber Schwan, Alter. Was zum Geier war bitte das, ey? Was war bitte das? Alter Latz. Alter Latz, was war das bitte für ein Bowser? Ich warte immer noch auf die PB und der richtig lässig und abgehoben klingt. Meinst du, wo ich sag, ey, ja, war ja easy, war klar. Ganz locker, ganz easy drin. Boah, 1,46. Mir tun alle leid, die das jetzt verpasst haben. Akzeptabler Run. So, ja, war nicht ganz scheiße. This run sucks. Heilige. Boah, 42,41 von 44 irgendwas. Schon vergessen. Den lade ich jetzt auch hoch. Den Run.